Mein Zeig wieder da. Und kurz vorm Sterben. Wir rennten da draußen planlos durch die Gegend. Alter. Da schreien sie wieder. Lass es schreien. Die müssen halt damit was kompensieren. Ihre kleinen Willi. Tarox ist eben auch schon mal gestorben. Ich wäre jetzt auch fast gestorben. So. Eins Cassie. Trink mal was aus deinem Wasservorrat. Ja, mach. So, ich hab 9 Aloe Vera und 10 Ringe, wo ich kann. Oh, Heilung plus machen. 2, 3, 4, 5. So, dann hole ich mal mehr Holz. Wood. Ich mach dir Licht. Ach, danke. Lock sie halt an. Jo, am besten noch mehr, komm. Da geht noch was. Also, Ike, also. Ike! Ja? Nein, auf! Du hast doch gesagt, ich soll noch mehr machen. Das war ironisch gemeint, auf! Die sind schon hier! Ich weiß! Manchmal so wenig! Hat mir neue Rüstung gemacht, du. Ich werde sterben. Also komm, Cassie, du nimmst es mit Mutanten auf, ja? Also da wirst du wohl die zwei schaffen. Und ich habe keine Medizin. Ich hab dir doch eine in deinen Schrank gelegt. In mein Lager getan. Hast du jetzt einfach Medikamente aus meinem Dings? Nein, ich lauf gerade zu mir. Achso. Ich bin in ein Haus geflüchtet, um mich zu regenerieren. Ach so, ja, klar. Seit wann nicht? Also, ich renn immer in mein Haus, weil das zentral gelegen ist. Vor allem, ich sehe es dort oben einfach nur rot aufleuchten überall. Wenn man eine Rüstung kaputt macht, hat Stress. Außer wenn Tarox mit Dynamit wirft, da kann er nichts für. Ja gut. Das ist halt Tarox. Ja, deswegen. Er kann einfach nichts dafür. Ich brauche eigentlich einen Schildkrötenpanzer. Oh, jetzt rennen die dort am Wasser rum, wo ich hinschwimme. Ernsthaft? Melvin, kannst du nicht mal deine Freunde zu dir locken? Ey. Vor allem, Melvin, warum schießt du noch mit dem Bogen, wenn du... Aus. Warum schießt du noch mit dem Bogen, wenn wir beide eine Armbrust haben? Weil man nicht so oft Armbrustbolzen findet. Na und? Die kannst du doch wieder einsammeln. Ah,
Aber wie ich mich kenne, verliere ich die. Also Cassie, wenn du zu mir kommst, hier sind 3 Schildkröten. Dann kannst du dir gleich noch einen Panzer holen für deinen Wasservorrat. Blödes, ich muss gleich off. Das fährt. Hier, Cassie, ich bring dir einen mit. Du kannst immer nur einen tragen, denk dran. Ob Tyrox noch mal wiederkommt? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er eingeschlafen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist aber dann blöd für ihn. Ja? Wo ist Tyrox eigentlich hin? Er ist noch auf dem Server. Oh, bei dir sind welche, Cassie. Oh nein. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Dann musst du Soda trinken. Hab kein Soda dabei. Fährt euch weg, ihr. Dann musst du welche suchen. Zum Beispiel, wenn du in das Dorf fährt gehst, wo wir immer Dynamit holen. Aha. Palum. Palim, 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 palim. Ich will die Kirche. Bin so froh, wenn sie fertig ist. Ja, ich gebe der Cassie gerade mal ein bisschen was an Ressourcen. Auch 2 Heilpflanzen. Danke. Kreuzen? Ich hab doch gerade was gehört. Ja, ein Fetti und ein eine Spinne. Oh, da draußen. Ja. Ich brauch noch Fetti-Kopf. Ja, doch wieder geheilt. Ja, der ist lieb. Ey, der hat den Baumstumpf kaputt gemacht. Oh Gott! Cassie, so wird das nix. Oh, der Dicke fällt aus. Ich
Der Dick ist down. Down. Läuft. So, ich will Fetti seinen Kopf. Oh, muss ich hier erst wieder das nehmen? Kurz jemand schauen, ob das einer mit Kreuzen ist, den ich hier hab. Nö, ist normaler. Okay. Cool. Der guckt einen so richtig schön verliebt an. Wow. Was hast du gemacht? Noch nix. Noch nix. Hau doch ab, du Vogel! Geht weg! Geht! Ja, genau, rennt rein! Hier, Melvin, deine Müllfreundin ist hier draußen und wartet auf dich. Was für meine Freundin? Die hat einen Glatzkopf. Nee, dann erst recht nicht. Fauch hier mit anderen an. Mittlerweile wissen, Alter. Also echt. Nur mal so zur Info, ich habe gerade einen mit Kreuzen verbrannt. Nein. Wie schön. Nicht ernsthaft. Doch. Aber ich glaube, wir müssen zwei mit Kreuzen verbrennen, wenn mich nicht alles täuscht. Also bis jetzt sehe ich noch keine Riesenschnecken ankommen. Okay. Bis jetzt. Kann sich alles noch ändern. Cassie hat gerade übelst durch die Gegend geleckt. Nee. Maler. Geht der voran mit der Kirche? Ja. Vor allem, der Kirchturm steht in der Luft. Was? Und der schwebt in der Luft. Das Dach ist halt noch nicht gebaut.
Ach ja, so. Das kriegst du hin. Ach, ich hab dir ja die Kettensäge. Du kannst doch Dynamit nehmen. Soll ich mal eine Bombe werfen? Ich hab noch ein paar Bomben im Inventar. Oh. Halt. Hier hinten. Soll ich fragen, warum du Bomben im Inventar hast? Bäume fällen. Ja, ja. Was war denn das? Hier gibt's ja auch noch Wagen. Und ein Tor. Und ein Tor. Ein Wagen, der komisch steht. Und boom. Ja gut, das ist ein Baum, der gefallen ist. Ernsthaft? Du machst das. Ja, ja. Du wolltest ja sowieso bauen. Das stimmt. Die Cassie will wohl eine Hasenzucht aufmachen bei sich da drin. Hat einen mit Kreuzen getötet. Verbrenn ihn. Nee. Verbrennt ihn. Verbrennt die Hexe. Ey, der Tyrox, ne? Der muss eigentlich mal sterben. Wieso stirbt der Dude eigentlich nicht? Doch, ich der ist schon mal gestorben. Okay, ich bin fürs dritte Mal verantwortlich. Von ob er wirklich eingeschlafen ist? Ich kann es mir bei ihm vorstellen. Verdammt, jetzt ist sie an einem Level. Tyrox, aufwachen. Tyrox wollte nicht mehr aufstehen und dann ist er verschwunden. Ja, bitte! Das ist verwirrend. Hey, wieso? Was denn? Das in Discord räusche ich schon, es geht jemand. Und dann denke ich immer so, wer ist jetzt gegangen? Aber dann ist niemand gegangen. Das nicht? Nee. Der hat ja einen Sack. Was? Was? Der hat gar... Warte mal. Nee. Doch! Also, das ist hier, ne? Der ist da nur ein bisschen einintegriert. Sicher? Sicher. Das, vor allem die Füße! Die Füße! Alter, Cassie, was hast du mit dem gemacht? Ach du Heiliger. Warte mal. Das wollte ich nicht. Hä? Ich kann nicht. Kann da keine Leichen mehr rein. Warum das? Ich weiß es nicht. Da wird als Symbol angezeigt, aber. Ja. Ist ja doof. Nein. Überfahren. Ah.
Leg die Leiche, leg mal hin, Cassie. Ich schmeiß Molotow drauf. Oh oh, da hinten. Nee, den verbrenne ich nicht mehr. Jetzt kannst du dein Spielzeug definitiv mitnehmen. Das ist seltsam. Boah, Cassie. Warum? Vor allem, wenn du den trägst, hat der Arme, Beine und Kopf alles dran. Melvin? Ja? Mit Cassie läuft irgendwas nicht ganz rund. Warum denn? Die trägt einen Arm, Bein, kopflosen Dude mit sich rum. Und rennt mir hinterher! Jetzt nicht mehr. Yippie. Melvin, hast du bei dir noch einen Toten irgendwo? Nee. Scheiße. Hey, meine Wagen! Schade. Hyrox ist wieder da. Endlich. Oh mein Gott. Eingeschlafen, oder wie? Oder? Ja. Also ja. Da hast du gar nicht mal so unrecht. Wow.